Oh, das ist auch eine super coole Aufgabe. Das ist das gute alte. Genau, wer weiß, was brauche ich da für ein physikalisches Gesetz? Könnt ihr schon mal in den Chat schreiben. Genau, dafür trainiere ich gerade den Bizeps, damit ich da mal ein cooles Bild machen kann. So, genau, so sieht das Bild nämlich aus. So, und dann kommt die Hantel hier in die Hand. Hebelgesetz. Genau, das ist das Hebelgesetz. Damit kann ich die Kräfte auf den Körper berechnen. So wie wir jetzt zum Beispiel die Kraft auf dem Bizeps, wenn ich ein Gewicht in der Hand halte. Oder Zahnmediziner, ihr braucht das häufig, weil man da ganz viele Hebelkräfte hat, ne? Gerade hier in den Zähnen, wenn man da so ein paar Späßchen mitmacht. Also da hat man das und generell Kräfte am Körper. Hebelgesetz ganz wichtig. Da gucken wir uns heute den Bizeps an. Das ist mega spannend, wie viel Kraft der Bizeps denn aufnehmen muss, wenn ich eine 10 Kilo Hantel in der Hand habe. So, und da die erste Frage, da kommt dann, da steht aber 5 Kilogramm. Genau, daran merke ich, dass du nicht im Fitnessstudio bist, weil auf einer Seite 5 Kilogramm, auf der anderen Seite auch 5 Kilogramm, sind 10 Kilogramm. Also die Skizze ist auch schon, nicht so einfach zu verstehen. Die Frage habe ich nämlich auch oft bekommen. Also es sind 10 Kilogramm. Wir haben die Länge von der Hantel bis zum Gelenk, Ellbogengelenk, da haben wir L1 und dann haben wir noch vom Bizeps bis zum Gelenk, beziehungsweise Drehpunkt ist das dann. Das ist dann L2. So, ich zeichne das aber gleich nochmal rein, wie das gemeint ist bei dieser Aufgabe. Also, Skizze. Da haben wir hier ist die Hantel, das ist FH, nenne ich das. Ellbogengelenk bzw. Drehpunkt heißt das dann. Drehpunkt. Und dann haben wir hier FB, das ist F-Bizeps, wirkt nach oben. Das ist schon mal die erste. Genau, Linksdrehmoment gleich Rechtsdrehmoment, perfekt. Das gehe ich gleich auch nochmal mit euch durch. Ich will ja, deswegen mache ich die Aufgaben auch ein bisschen länger. Ne, manche, dauert so lange, weil ich möchte, dass du alle Aufgabentypen kannst. Weil oft nehmen die nicht genau dieselben Klausuren, sondern ähnliche Aufgaben. Und wenn du da so ein bisschen Background-Wissen hast, verstehst du das viel, viel besser. Ne? Deswegen hole ich da immer ein bisschen aus, wiederhole nochmal die Basics. Deswegen machen wir die Aufgaben länger und nicht einfach zack, zack, zack. Ne? Weil dann lernst du nicht so viel dabei. So, du sollst ja hier so viel lernen in kurzer Zeit wie nur möglich. Und ein bisschen motivieren will ich dich ja auch. So, dann gucken wir. F-Hantel, was haben wir alles gegeben? Wir wissen, die Masse der Hantel sind 10 Kilogramm. So, und jetzt die Fragen aller Fragen. Welche Kraft wirkt dann nach unten bei der Hantel? Wenn ich eine Hantel in die Hand nehme, welche Kraft wirkt dann auf die Hantel? Und wie kann ich das berechnen? Das könnt ihr einmal in den Chat schreiben, wenn es jemand weiß. F-Hantel. Genau, dann haben wir schon die wichtigsten Sachen. Das berechnen wir nämlich mit, genau, G. Ne, das ist das hier. Ich mache immer mein Experiment. Hier Ente, fällt nach unten und das passiert auch mit der Hantel. Ne? Deswegen halten wir die fest, weil es wirkt G. Die Hantel wird von der Erde angezogen. So wie du und ich auch, so wie alles. Das heißt, wir müssen M-Hantel mal G noch berechnen. So, wir haben, genau, L1 gegeben, 32 cm und L2, 4 cm. So, ich sage immer, rechne um in Meter, kannst du hier machen, aber hier ist zum Beispiel eine Ausnahme, hier könntest du auch in Zentimeter lassen, ich sage dir auch gleich warum, es geht beides. Wenn du in Meter umrechnest, bist du immer auf der sicheren Seite. Aber dann ist das Kürzen etwas blöder bei dieser Aufgabe hier. Deswegen mache ich das mal in Klammern. So, F-Hantel berechnen wir erstmal. Da haben wir 10 Kilogramm. Genau, was war G? G dürfen wir runden meistens, ne? Wenn du ohne Taschenrechner rechnest. Dann nimmst du G ist gleich... 10 Meter Sekunde Quadrat, das heißt 100 Newton.
Also, wenn du eine 10 Kilogramm Hantel in der Hand hast, dann ist das eine Kraft von 100 Newton. Also das, was du quasi an Kilogramm in der Hand hast, mal 10, das ist dann die Gewichtskraft. Ne? So kannst du die berechnen. Genau, eigentlich ist G 9,81. Wir runden hier aber, das sind alles Näherungen, weil wir meistens ohne Taschenrechner rechnen. Genau, korrekter wäre 9,81. Yes. Noch korrekter wäre, jeder Punkt auf der Erde hat ein anderes G, ne? Weil das ja auch davon abhängt, wie viel Masse da ist, also ob da Berge sind oder nicht und so weiter. Deswegen, selbst 9,81 ist nicht ganz genau, ist aber so der gemittelte Wert. Also 10, da runden wir, dann wissen wir, worum es geht und wir können viel leichter rechnen. Also 100 Newton. So, und jetzt kommt der Trick. Zack. Das Ganze können wir nämlich umschreiben. Dadurch, dass das hier Drehmomente sind, also hier Drehmoment nenne ich mal M2 und hier Drehmoment M1, das würde ja, wenn ich nur F Hantel hätte, dann würde das hier direkt nach unten kippen. Ne? Wenn ich nur F Hantel hätte, zack, würde es direkt so. Aber jetzt spanne ich den Bizeps an und dann kommt hier noch die Kraft dazu. Das heißt, der Bizeps macht ein Drehmoment noch dagegen. Also wir haben hier M1 und hier M2. Also das hier ist Hantel, das hier ist Bizeps. Der Bizeps muss nämlich, damit ich die Hantel festhalten kann, ein genau gleich großes, entgegengesetztes Drehmoment wirken gegen die Hantel. Also Hantel nach unten, Drehmoment in die andere Richtung vom Bizeps. Weil dann gleicht sich das nämlich aus. Weil bei Hebelgesetz gilt nämlich, das ist statisch, da bewegt sich nichts. Ne? Also alles ist im Gleichgewicht. Also Hebelgesetz ist Gleichgewicht. Gleichgewicht, so. Das heißt keine Bewegung. Das gilt nur für diesen Fall, dass alles statisch ist. So, und daher, Drehmomente sind Vektore, also die Kraft ist hier ein Vektor. Und den kann ich mathematisch hier verschieben. Ich kann den auch hier so, das musst du dir einfach nur merken, dass das geht. Ich will dir nämlich nur zeigen, warum man das Hebelgesetz hier benutzen darf. Weil das nämlich ein Hebel ist und hier zwei Kräfte. Das kann ich aber umschreiben zu dem, was du eventuell kennst. Und das ist nämlich hier dieses und dieses. Ich kann den Vektor hier hinschreiben. Das heißt, hier kommt dann F Bizeps hin. Und das hier lasse ich alles so. Das hier ist dann F Hantel. So, und das hier ist, das kennst du auch, das ist wieder die Wippe. Ne? Wippe ist immer das beste Beispiel für Hebelgesetz. Auf dem Mount Everest Bizeps trainieren. Das ist noch gut wegen geringer Sauerstoff. Ne? Das ist ja auch richtig gut für Hochleistungssportler-Training. Machen ja auch einige. Ja, also Mount Everest hat viele Vorteile. So, und das ist das Hebelgesetz. Wie lautet das Hebelgesetz? Könnt ihr auch nochmal in den Chat schreiben, auch wenn ich es an die Tafel schreibe. Aber dann habt ihr es doppelt visualisiert. Also einmal in den Chat schreiben. Das ist nämlich das Hebelgesetz. So, also linke Seite, das ist M1. M1 ist gleich F1 mal L1. Das ist rechte Seite. M2 ist gleich F2 mal L2. Linke Seite, rechte Seite hebt sich gegenseitig auf. Ne? Das ist das, was passiert. Bei einer Wippe auch, wenn der Hebel gleich lang ist, also L1 und L2, die Person gleich schwer, dann ist die Wippe im Gleichgewicht. Das ist das Hebelgesetz. So, jetzt haben wir, genau, linke Seite, da ist dann F-Bizeps. F-Bizeps mal L2, oder ich tausche das mal um. So, genau, das ist jetzt ein bisschen anders genannt. Also das hier ist L2 und das hier ist L1. Da müsst ihr dann genau gucken, was ist. Also F-Bizeps mal L2. Diese Seite ist gleich Kraft mal Hebelarm. Ne? Kraft mal Hebelarm, Kraft mal Hebelarm. Hebelarm ist hier vom Drehgelenk bis zu der Kraft, wo die angreift. Das ist F-Hantel mal L1. Das ist jetzt auf die Aufgabe bezogen, das Hebelgesetz. Ich habe dir jetzt nur gezeigt, warum wir das Hebelgesetz, dass das hier auch gilt, ne? Weil man das so umschreiben kann.
Am Ende brauchst du das alles gar nicht, sondern merkst dir nur die Formel F1 mal L1 ist gleich F2 mal L2. Nur wichtig, dass du ein Grundverständnis dafür hast, falls an der Aufgabe etwas geändert wird. So, wir wollen wissen, F-Bizeps. So, und F-Bizeps ist gleich F-Hantel mal L1 durch L2. Genau, da musst du nur einsetzen. F-Hantel, da hatten wir 100 Newton. L1, da hatten wir 32 Zentimeter. L2, das war 4 Zentimeter. Und deswegen habe ich es in Zentimeter gelassen, weil sich das dann hier rauskürzt. Entweder beides in Meter, dann kürzt sich raus, oder beides in Zentimeter, dann kürzt sich das raus. Aber es ist leichter, 32 durch 4 zu rechnen, dass das 8 ist, als 0,32 durch 0,04. Ne? Weil Kommazahlen, ja, da fällt es vielen ein bisschen schwieriger. Ich bin auch kein Fan von Kommazahlen. Ich schreibe mir das immer um in eine normale Zahl mit 10er Potenzen. Also ich eliminiere immer Kommazahlen. So, heißt, wir können das hier 32 durch 4 rechnen, ist 8. Und dann kommen wir nämlich schon zum Ergebnis. 100 mal 8 ist 800 Newton. Heißt, wenn ich eine 10 Kilogramm Hantel habe, dann muss der Bizeps, generell der Bizeps, nimmt das 8-fache auf. Ne? Das ist auch so. Also 8 bis 12-fache oder sowas, kommt halt natürlich drauf an. Das heißt, 100 Newton muss der Bizeps 800 Newton aufbringen, ne? Weil der Bizeps hat ja einen kleineren Hebelarm und damit er dennoch auf diesen Drehmoment kommt von der Hantel, muss der Bizeps eine große Kraft wirken auf den Bizeps, damit das ausgeglichen ist und auch ein Drehmoment wirken kann, so groß wie von der Hantel. Weil das Drehmoment von hier nach unten und das Drehmoment hier nach oben von dem Bizeps muss gleich sein, damit wir das statisch halten können. Ne? Das hier zählt nicht, ne? Die Bewegung, das ist dann ganz komplex, Bewegungsablauf. Wir gucken wirklich nur das Statische an, wie viel Kraft denn hier wirkt. Weil normal hat man ja noch eine Gegenkraft und sowas, ne? Das lassen wir alles weg. Nur ganz simpel, okay, der Bizeps muss das 8-fache ungefähr aufnehmen an Kraft von der Hantel. Genau. Also das ist auch nochmal eine schöne Aufgabe dazu. Genau, wenn da Fragen sind, ne, gerne in den Chat, wenn noch irgendwas unklar sein sollte. Also deine Aufgabe, Drehmoment und Hebelgesetz, ne, nochmal angucken. Das war hier nochmal eine gute Aufgabe. Und damit ist die 3a korrekt.